Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die 9 Töterbox von Unzucht. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. 9 Töter von Unzucht, das Ganze aus dem Jahr 2016. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Rock. Jawohl, es ist das vierte Album der Band Unzucht. Wir haben hier eine Box im Hochformat und als erstes machen wir wie immer mal die Folie ab und dann können wir uns das Ganze anschauen. So, einmal ab damit. Und so sieht das aus. Also wir haben hier oben einmal den Bandnamen in Rot oder Orange-Rot, dann darunter den Albumtitel 9 Töter. Und genau dieser ist hier auch abgebildet. Also ein Neuntöter, das ist tatsächlich ein Vogel, eine Vogelart. Das ist dieser hier, den wir hier abgebildet sehen. Und diese Vögel sind bekannt dafür, dass sie ihre Beute, also meistens so kleine Säugetiere oder auch Insekten, dass sie diese kleinen Tierchen, diese kleinen Beutetiere aufspießen tatsächlich. Und genau das sehen wir hier mehr oder weniger. Also wir haben hier Tierschädel aufgespießt und das hier rechts, ich glaube, das ist ein Herz, welches hier aufgespießt wurde. Ja, also das ist in der Realität natürlich etwas zu groß für diesen kleinen Vogel hier, aber das Ganze hier vom Artwork bezieht sich natürlich hier auf diese Art des Neuntöters, wie er da mit seiner Futterquelle umgeht, wie er das Ganze hier so ja, aufspießt. So, hier unten gibt es einen Friedhof von Knochen und Gerippen. Da wurde auf jeden Fall einiges erlegt. Unzucht unten. Rechts sieht das Ganze so aus. Auf der Oberseite wieder Unzucht. Und links auch nochmal plus Albumtitel. Auf der Rückseite haben wir hier so ein Loch. Sieht so aus wie ein Loch in Holz. Eventuell ist der Neuntöter da zu Hause. Dann haben wir die Tracklist. 11 Stück auf CD1. Dann haben wir eine CD2 mit 6 Bonustracks. CD3 Live from the Street. Live-CD 9 Töter Boxset exklusiv. Sind auch nochmal 10 Tracks. Und dann lesen wir hier noch exklusiv Hardcover Fotobook, 9 Töter Patch, Handnumbered Ownership Zertifikat. Diese Box ist limitiert auf 999 Stück. Und dann haben wir noch die Beteiligten, einen Barcode. Das Ganze ist erschienen über Out of Line. Dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Der Boxdeckel ist nicht abzunehmen, der ist hier aufzuklappen. Und als erstes haben wir hier einmal das Album an sich in einem Digipack. Als nächstes Live from the Street, die Live-CD. Dann einen Patch im Querformat. Das Zertifikat zur Box. Und dann haben wir hier noch ein Fotobuch, ein Hardcover-Buch. Gut, von innen die Box in schwarz. Packen wir mal zur Seite. Und dann starten wir wie immer mit der Musik. Die ist allerdings jedoch eingeschweißt. So, und auch die werden wir natürlich mal aus der Folie befreien. Einmal das Digipack des Albums und einmal hier diese zusätzliche CD, diese Live-CD. So. Einmal. Und zweimal. Also, los geht's mit dem Album. 9 Töter, das Cover kennen wir ja schon von der Box. Auf der Seite sieht das Ganze so aus und auf der Rückseite nochmals die Tracklist. Also wie gesagt, 11 Tracks, CD1, CD2 6 Tracks, also insgesamt 17 Stück und der letzte Track hier, ein Tag wie jeder andere, ist hier ein Remix. Zwei Features sind hier auch mit drauf, einmal von Chris Harms von Lord of the Lost und einmal von Dave Grunewald von Anne is okay. So, Barcode, Beteiligte, wunderbar. Dann schauen wir mal rein. So, was lesen wir hier? Denn alle müssen sterben.
Okay. Dann kommen wir mal zum Booklet. So, hier haben wir die Lyrics abgedruckt. Sehr schön. Also, jeder Track ist hier komplett abgedruckt. Einer meiner absoluten Lieblingshunderassen, Dobermann, ist ja auch mit am Start. Allerdings sieht der hier eher ja, untot aus und hat hier irgendwie eine miese Bärenfalle um den Hals. So, dann haben wir hier die Bands, die Bandinfos. Also die einzelnen Bandmitglieder, alle vier hier mit Name und Funktion. Und hier nochmal, wie sie aussehen. Dann geht es hier weiter. Lyrics ohne Ende. Und zum Abschluss gibt es dann hier noch die Infos zum Album, die Credits und eine umfangreiche Danksagung der einzelnen Mitglieder. Ja, das war's soweit zum Booklet. Dann kommen wir zur Album-CD. Die befindet sich hier links. Auch hier wieder der Vogel abgebildet, der Neuntöter. Und auf der rechten Seite die Bonus-CD mit den 6 Bonus-Tracks. So sieht das aus. Gut, also soweit zum Digipack. Dann haben wir noch ein weiteres mit dabei, ein weiteres Digipack. Und zwar lesen wir hier Unsucht live from the street. Ja, nach Street sieht das jetzt nicht so ganz aus. Sieht so aus wie so eine Konzerthalle. Auf jeden Fall mächtiges Konzert hier. Oben auch noch ein Rang hier voller Leute. Okay, auf der Seite Unsucht live from the street, out of line und Katalognummer. Und dann haben wir hier auch wieder die Tracklist. 10 Stück sind es geworden. Die gibt es wirklich nur in dieser Box. Die kann man nicht separat kaufen, diese Variante hier. So, Credits, okay. Dann haben wir hier die CD. Kein Booklet oder irgendwas, das hat man hier einfach die Infos links reingedruckt. So sieht die CD aus. Und hier auch nochmal Fotos des Live-Auftritts. Gut, das war's zu den Tonträgern. Dann haben wir mit dabei einen Patch. Der kommt hier im Querformat mit goldenem Unzucht und weißem, weiß-silbernem Neuntöter-Schriftzug. Ja, der obere ist ja, mehr so Gold-Bronze, unten so weiß-silber. Kann man sich dran machen. Dann haben wir das Zertifikat. Wie gesagt, die Box ist auf 999 Stück limitiert. Sehen wir hier. Sieht ein bisschen so aus wie so eine Fläche zum Freirubbeln. Und dann haben wir hier das auch händisch durchnummeriert. Und zwar ist meine Box die Nummer 271. Sehr schön. Rückseite ist blankweiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir hier noch dieses kleine Büchlein. Und zwar lesen wir hier Unzucht in Pictures bei Mandy Privenau. Privenau. Ja, je nachdem, wie man die gute Dame ausspricht. So, so sieht das aus. Beziehungsweise eventuell ist Mandy auch ein Mann. Man weiß es nicht. So, also hier gibt es jede Menge Fotos, sowohl in Farbe als auch in Schwarz-Weiß. Da ist echt einiges los. Große Fotos, aber auch kleinere Fotos, sodass dann sich 4 hier pro Doppelseite ausgehen. Sind scheinbar alles Fotos so aus dem Tourleben. Von Auftritten, ja, kann man sich hier ansehen. Also kein Text, aber dafür jede Menge Fotos. Und so sieht das Ganze auf der Rückseite aus. Gut, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Buch hier, dieses Hardcover-Fotobuch. Dann das Zertifikat. Im Hochformat, händisch durchnummeriert. Der Patch im Querformat. Die Live-CD und sucht Live from the Street mit insgesamt 10 Tracks hier im Digipack. Und natürlich das Album an sich, 9 Töter mit 11 plus 6, also 17 Tracks hier im Digipack. Jawohl, das alles
in dieser wunderbaren Box 9 Töter von Unzucht. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Unzucht unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt euch auf. Ciao.